Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Disciples 3. Wir stehen hier auf der Akt 7 Karte und haben scheinbar noch ein paar Bewegungspunkte mit Lambert übrig. Weil jetzt eben greifen wir an, das ist eine random Armee, wie es aussieht. Also eine, die auch rumläuft. Ich greife einfach mal hier unten an, zumindest das tue ich so. Du hast auch keine Bewegungspunkte mehr, ja. So. Lambert wird wieder angegriffen. Und meine Nase ist wieder ein wenig zu. Das regt mich leicht auf. Immer wenn ich aufnehme, ist sie zu. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Zumal wir mitten im Sommer haben. So. Da will die blöde Legion uns aufhalten. Kann ich ja mal sowas von vergessen. Schon unterwegs. Lambert Irnen Buff. All Stats, okay. Bleib mal einfach so da. Ja, ja. So, du kannst dich mal da drauf stellen. Vielleicht mal dem Onyx-Gargoyle ein wenig zu Leibe rücken. Als ich mal dahin, ich versuche ja auch noch irgendwie da rumzubekommen. Auch wenn das gefährlich sein könnte. Oh, der Treffer hat gesessen. So, Attacke. Meine Frauen. So. Das haut doch ordentlich rein. Werden die gleich bestimmt alle irgendwelche Tränkchen schlucken. Oder du tötest den Dieb, bevor der in irgendeinem Trank nuckeln kann. Lambert macht sich mal an dem hier zu schaffen. Hier gibt es wieder einen gezielten Schuss für den da hinten. Und der schwarze Paladin darf auch noch mal ein bisschen leiden. So, und das war's. Den Angriff hier wird er nicht mehr überleben. So, und da hat der Todesstachel noch ein Level abbekommen. Bringt uns nur herzlich wenig. Da der nicht mehr aufsteigen kann. Apropos aufsteigen, gibt es da irgendwelche Gebäude, die ich bauen sollte? Da nicht, da nur den Nachttänzer. Den Nachttänzer fehlt mir entschieden Stein. So, aber für den Onyx-Gargoyle fehlt mir kein Stein, der darf sterben. Und zwar genau hier und jetzt. Arian kann sich mal ein wenig mit diesen... Hier, wie heißen sie? Unholden Vergnügen. Und mit Arian haben wir ja schon den heiligen Rächer. Kann sich nach vorne bewegen. Einen Schuss auf den Gargoyle hier absondern. Und ihn fast vollständig tötet. Also wie er hier auch einen Schuss absenden kann. Du... Greif mal den Onyx-Gargoyle an. Genauso wie der gute Herr. Bei 81 Schaden für die Magierin. Das ist ein wenig ekelerregend. Aber die beiden Gargoyles hier werden es nicht mehr lange machen. Dann gibt's Heilung. Ja, man kann den hier mal zerhacken. So. Einmal Schlitz. Und weg. Du kannst dich auf den Fokuspunkt stellen und weiter in den Onyx-Gargoyle zu Leibe rücken. Genau dasselbe kann dein Kumpan hier auch machen. Der macht sogar einen kritischen Treffer.
Und dann gibt es auch von dem nochmal einen mit. Ach, wir haben keine Regeneration mehr mit Arion. Ah. So. Jetzt haben sie alle mit so einem fitzigen Leben überlebt. Na super. So, Attacke. 432 Schaden ist gar nicht mal schlecht. Jawohl, ein neuer Sieg. Dann eine klitzekleine Rune. Dann. Und einen großen Regenerationszauber für Arion. Dann hätte ich mal gerne wieder Lambert, der mal hier die Truhe mitnehmen kann. Dann den Balearen hier oben bekämpft. Die Allmächtigen sind auf meiner Seite. So, wir können ja ruhig vorrücken mit den Leuten. Ach, die haben auch keine Regeneration mehr. Ah, das ist natürlich blöd. Ich glaube, ich kann es vergessen, mit dem da vorne zu kämpfen. So, schalt mir mal ein Balearen nach den anderen aus. So. Ihr könnt einfach mal den beiden Bogenschützen hier 50% auf 50 Punkte auf Geschicklichkeit geben. Ne, der muss sich zurückziehen. So, einmal das hier. Dann vielleicht doch mal noch einen gezielten Angriff. So. Dann weiterhin auf den. Du kannst einfach mal vorrücken. So in den Fokuspunkt zu krallen. Okay, vielleicht war es jetzt ein Schuss zu viel. So. Ja, ein Schuss weniger jetzt auch getan, aber egal. Dann Heilung. Dann lasse ich den hier auch nochmal vorrücken. Bin schon unterwegs. Ja, jetzt hier mit. Nee, doch nicht. So, jetzt kriegt er auch ein wenig Schaden. Oh, der könnte sich direkt hier draufstellen. Mach ich das doch. So, ein gezielter Schuss. 438 Schaden. Gefährlich, gefährlich. So, du greifst einfach ganz normal an. Du ebenfalls. Und du könntest es beenden? Ja. Der Feind ist vernichtet. Und dann noch den kleinen Wächter hier. Der dürfte auch keine Herausforderung für uns sein. So. Attacke. Da. So. Die kann sich mal da drauf stellen und 258 Schaden machen. Beziehungsweise 378. So. Das Ding ist Geschichte. Kann ich jetzt auch einmal eben kurz angreifen. Aber dann zackt der gute elfische Krieger das Teil. Den Wächterknoten verleiben wir uns natürlich sofort ein.
So. Dann gehe ich mit Erin hier rum. Geh mal diesen Weg hier hoch. Oh, das Imperium zieht. Eure Majestät. Ist ja wundervoll. Oberschurke, na super. Auf geht's. Greifen wir den mal an. Beziehungsweise wir geben auch nicht genug Ressourcen. Achso. Ja, ja. Der Kleine tut's auch für Lammerts Truppe. Schließlich haben die ja auch noch Inuel, die total viel heilt. Also von daher. So, Angriff. Zögert nicht. Zögere nie. Das Instrument der Gerechtigkeit. Gehe ja mit Lammert eigentlich nur da lang. Damit ich noch einen Nahkämpfer bei dem Söldnerposten holen kann. Weil ich da gerne einen guten hätte. So, der kleine jämmerliche Bogenschütze ist natürlich keine Gefahr für uns. Im Gegensatz zu dem etwas gefährlicheren Assassin, der unserer guten Inuel einfach mal ordentlich Schaden reindrückt. Aber ordentlich Schaden. Ah, der Oberschucker hat überlebt. Ich hätte gehofft, er überlebt vielleicht nicht. Auf jeden Fall überlebt er jetzt nicht. So, einmal hier auf den einhacken, dann einmal so und Angriff. So, 8 Schaden. So, das dürfte sich jetzt auch schnell erledigt haben mit denen. Nimm das. So, und ein letzter Streich und die Typen sind alle tot. So, Talisman ist Thanatos. Oder Thanatos. Da unten haben wir auch noch Gegner. Ziemlich umständlicher Weg. Warte. Konnte man den nicht kürzer gehen? Nein, tatsächlich nicht. Dann pfeife ich mit Lambert auf den Söldner. Geh wieder hier entlang. Weil das ist mir jetzt so umständlich, diesen Weg da zu laufen. Aber wo war denn jetzt der Luftelementar? Hier. Kann Erin erstmal daher gehen? Der Wegweiser ist schon benutzt worden. Wir wissen, was in der Truhe ist. Kann man das mal eben auf automatisch machen? Das würde ich sehr begrüßen. So, sehr schön. Oh, Erin ist aufgestiegen. Sehr schön. Ausdauer, Stärke und Geschicklichkeit. Dann nehmen wir mal. Ja, was nehmen wir denn? Kann bei Erin eigentlich auch noch Rüstung nehmen. Erin hat ja gar nicht so übertrieben viel Rüstung. Oh, wir haben noch einen Punkt. Sieht fast so aus, als könnten wir mit Erin das ganze Brett hier voll bekommen. Wer denn am wenigsten... Ah, Mist. Verschluckt. Wo haben wir denn die wenigsten Resistenzen? Das ist Mentalresistenz, oder?
Okay. Ja, Metallresistenz braucht aber keiner. Dann gehen wir vielleicht. Die Luftresistenz irgendwo? Ja, da. Dann nehmen wir von mir aus noch Luftresistenz. Haben wir da mindestens schon mal 55. Kriegen weniger als die Hälfte Schaden nur. Dann beende ich die Runde. Nehme diese Kiste hier mit. Plus 30 auf Initiative. Mir ist auch diesen das komische Elfenhäuschen. Und dann geht's vorwärts. Da unten waren wir meines Wissens schon. Dann greifen wir mal den Großkobold hier an. Oh, ich hoffe, ich habe mit Lambert die letzte Runde gezogen. Mist. Und den hat sofort gerissen. So. Ihr könnt ja mal den Kobold auseinandernehmen. Jawohl. Ach Mist. Das ist ein Fokuspunkt. Na komm, stell du dich da drauf. So. Dann machst du mal wieder dein Dampfwölkchen. Du heilst mal eben alle. So, und dann... Ja, er kann auch mal angreifen. 271 Schaden ist eigentlich ziemlich gut. 432 ist natürlich noch viel besser. So. Die beißen jetzt beide ins Gras. Dann haben wir den Kampf auch schon erledigt. So. Dann Lambert. Lambert kann einmal den Fokuspunkt hier nehmen. Und dann mal diesen Gegner hier einheizen. Wenn man denn da oben, ich glaube, das ist ein Waffenhändler. Also nichts Interessantes, was man irgendwie brauchen könnte. So. Die Eisbären marschieren zum Angriff. So, Lambert kann schon mal auf den hier Eiswolf drauf hämmern. Du. Wen nimmst du denn aufs Korn? Vielleicht einen von den Zwergen. Du kannst dich mal nach da hinten bewegen und auch mal auf die Zwerge feuern. So. Jetzt kommen die Magier. So, volle Kanone. So. Inuel kann von mir aus den Wolf hier nochmal eben erledigen. So. Wenig Schaden, aber egal. Na, der elfische Krieger ist halt einfach nicht gut. Oh, gar nicht mal so dumm, der Bär. So, 354 Schaden. Ich riskiere es mal. Stelle mich dahin mit dem. Setze sondern mal einen weiteren Schuss auf den Zwerg da ab. Er könnte schon mal den nächsten hier angreifen. So, 208 und 158 Schaden. Das war vielleicht nicht die glorreichste Idee, die ich je hatte, den da hinzustellen.
Aber probieren geht über studieren. So. Dann Heilung. So. Du greifst mit da hinten den jetzt an. Dann gibst du auch dem mal einen mit. Du sonderst einen Schuss auf den ab. Und das vielleicht zur Sicherheit nochmal eben auf den hier schießen. Der will jetzt natürlich diesem Bogenschützen ans Leder. Das wird aber nix. So, den kriegen wir jetzt auch noch klein. Einmal Heilung für alle. Dann wird der hier zerschnibbelt. Beziehungsweise zerschossen. Ein kritischer Treffer wäre auch mal was Schönes. Aber damit sparen unsere Leute. Könnte ihnen ja mal Geschicklichkeit geben. Falls man es doch braucht. Ist wahrscheinlich nicht. Oh nee. Ein Streich von Lamp. Ah. Wir haben jetzt auch noch einen Briganten hier. So, der natürlich mehr Schaden macht wie der Dingens. Ja, es handelt sich um einen Waffenladen. Greif mal trotzdem hier an. So, du stellst immer dahin. Du wartest. So, wen ihr unter Beschuss nehmt, ist klar. Die Heilerin. War die Starke. Also wenn es denn mehr Geschicklichkeit hat. Geschicklichkeit 61, 35. Oh. Ein kleiner Vorteil des Todesstachels. Er hat ziemlich hohe Geschicklichkeit. Ich glaube sogar einen Punkt mehr wie ein Nachttänzer hat. Jetzt muss ich auch noch niesen. So. Heilung. Ah, eklig. Den macht er den Rest hier auf automatisch. Und dann muss ich hier einen Schnitt setzen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Disciples 3. Bis dahin, macht's gut.